Alles, was im Außen passiert, hätte ein riesiges Potenzial für uns selber, für mich selber, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Denn wenn in der Politik wieder mal eine riesige Korruption ans Tageslicht kommt, das ist wie ein großes Puppentheater. Die Puppen spielen und die Zuseher, das Volk, die Menschen regen sich auf und einmal sind sie halt hoffnungsvoll und dann regen sie sich wieder auf und erschrecken, wenn das Ganze wieder in die Korruption schlittert und der Missbrauch so groß wird. Eine riesige Chance für uns selber, denn die Situation im Außen hätte das Potenzial, mich selber, jeden Einzelnen, zu spiegeln. Und wir könnten uns direkt in den Spiegel schauen und die Frage stellen, wie korrupt bin ich eigentlich? Zum Beispiel, was mache ich, wo mein Gefühl, meine Intuition oder mein Innerstes sagen würde, nein, das ist nicht gut, da verlierst du Energie. Und ich mache es trotzdem, weil ich meinen eigenen Profit, meinen eigenen Vorteil sehe oder meine Macht ausgebaut sehe. Das ist Korruption. Korruption im eigenen Leben, in der eigenen Lebenssituation. Wie korrupt bin ich aktuell? Wie sehr blende und lüge ich selber? Mein Körper würde vielleicht schon lange schreien und sagen, hallo, es ist zu viel, es ist zu schnell, es ist too much. Und unser Kopf-Ego-Denken rauscht einfach gleich weiter und läuft mit 180 km/h an die Wand. Ja, sehr oft ist es so. Wie sehr betrifft mich das selber? Bin ich sauber oder bin ich selber ein Blender, ein Lügner? Bin ich selber korrupt? Bin ich unehrlich mir selber gegenüber? Oder ich mache Kompromisse, die so faul sind, dass sie fauler gar nicht sein können? Wo ich andere übervorteile und andere sind mir egal. Wie betrifft mich das selber? Darum, Situationen im Außen haben immer das Potenzial, einen Spiegel zu zeigen, wenn wir ihn auch sehen. Und wenn so Korruptionsfälle ans Tageslicht kommen, dann hätten wir jedes Mal wieder das Potenzial, anstatt uns darüber aufzuregen und zu glauben, es ändert sich irgendwann mal was in der Spitzenpolitik. Es mag ehrliche Spitzenpolitiker geben, ja, das kann sein. Im Außen passieren die Dinge, wie sie passieren. Die Frage ist, ob wir den Spiegel erkennen und uns selber wieder mal vor den Spiegel stellen und die Frage stellen, wie korrupt bin ich, wie sehr blende ich, wie sehr lüge ich mich selber an oder wie viele faule Kompromisse mache ich selber in meinem eigenen Leben, wo andere darunter leiden. Schau in deinen Spiegel, du wirst sehr viel erkennen und du wirst dich dadurch weiterentwickeln. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Fitti!